Liebe Porzellanfreunde, ich bin Anna Ciwetzki, die Direktorin des Porzellanikons. Wir sind heute in Hohenberg an der Eger, in dem Mutterhaus des Porzellanikons. Und in wenigen Tagen eröffnen wir die Sonderausstellung Formvollendet, Keramikdesign von Hans-Wilhelm Seitz. Wie Sie sehen, stecken wir mitten in den Vorbereitungen und mitten im Aufbau zu der Sonderausstellung. Wir befinden uns in dem Raum, den die Besucher zuallererst betreten, den sie zuallererst sehen. Und gleich zeigen wir Ihnen, was wir mit diesem Raum Besonderes vorhaben. Herr Hans-Wilhelm Seitz, der berühmte Keramikdesigner, ist heute mit dabei. Und Herr Seitz wird gleich die erste Vitrine, die die Besucher gleich beim Betreten der Sonderausstellung sehen, arrangieren. Und wir sind mit dabei. Bitte schön. Ja, der Anfang ist schwer. Wir werden nachher sehen, wie wir das passieren. Die Leute kommen ja von hier rein, die Besucher. Ich stelle es immer so hin, dass das ein bisschen sofort im Mittelpunkt steht. Eventuell eine kleinere Schlanke daneben. Von der anderen Seite müssen wir auch ein bisschen berücksichtigen. Diese noch hier arrangieren. Das ist Ihre Meinung. Super. Also ganz toll. Die Besucher kommen von hier rein. Die kommen von hier und Sie sehen das. Das alles Sie sehen diese Vitrine. Genau. Ja. Vielleicht ja. Kann man diese noch ganz ein bisschen toll vorstellen. Ja. Ja. Und der Kontrast zwischen Rot und zwischen dem Weiß der Objekte, das ist wirklich super. Toll. Super, ne? Kann nicht besser sein. Ja. Herr Seitz, wir sind jetzt heute zum ersten Mal gemeinsam in dem Sonderausstellungsraum und wir sehen auch zum ersten Mal, wie das Innenleben der Vitrinen ausschaut. Sie sind komplett rot ausgekleidet, eine sehr, sehr starke Farbe. Wie finden Sie es? Wie empfinden Sie das? Dass es rot wird, habe ich ja schon gewusst vorher. Ja. Aber dass es so einen Eindruck macht, wenn ja. Man reinkommt und ja. Sagt nur noch bah. Was passiert hier? Genau. Und ich bin so glücklich, dass das so dieses Rot auch gewählt wurde. Ja, für das weiße Porzellan. Das ist ja grell, aber trotzdem ist eine warme Farbe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das, denke ich, macht viel aus. Ja. Wir haben uns abgestimmt intern über die Farbe der Übersichtstexte, beziehungsweise in diesem Fall sind es Ihre Zitate, Teils, ne, die würden wir sehr gerne hier in die Vitrinen, in den Vitrinen anbringen. Und da ist jetzt natürlich die Entscheidung über die Farbe. Ne? Wir hätten hier die Version weiß und rote Schrift drauf. Ne? Oder, und da haben wir... Für mich ist das klarer, das Rot, das passt. Ja, Sie würden sagen, wir gehen, okay, und dann ist es einheitlich und dann ist es eine Farblandschaft. Zu viele Farben werden dann zum Schluss auch verwirrend, denke ich. Das wird verwirrend, okay. Also Sie würden sich dafür entscheiden. Gut.